Wo waren wir? Wir waren im Mittelalter, genau. Die Sturm der Hexerburg. Und wir hatten den ersten Kommandanten besiegt. Die Hexe oder den Zauberer. Genau. Tanz, Tanz, heute, was? Heute Nacht wird uns der Gott der aller Magischen geboren. Sehr schön, die Opfer sind eingetroffen. Oh, so viele Gegner. Ach, ich hätte mich heilen können, ne? Klasse. Aurawirbel. Der Frosch. Greift einfach mal irgendeinen von denen an, ist eigentlich egal. Nice, 302. So much damage. Moinsen, Niki. Und ich denke mal, du bist wieder weg, weil du Retro siehst. Oh, Retro, I see. Ja, es ist Montag. Montag ist Retro-Tag. Ciao, ciao. Das wird jetzt schon zum Running Gag hier. So, Eta. Was für Soundeffekte. Es ist Montag. Ja, der schlimmste Tag in der Woche und Reto macht es nicht besser. Das tut mir leid. Mir macht das tatsächlich sehr viel Spaß, Retro-Games zu spielen. Und ja gut, das mit dem Montag, da möchte ich nicht widersprechen. Ich hoffe, er war nicht zu schrecklich. Was? Menschen sind unverbesserlich. Das ist hier unverbesserlich. Eigentlich brauchen wir keinen besonderen Spezialangriff. Die sind alle nicht stark genug, als dass sie uns was ausrichten könnten, so wirklich. Zack. Ach, diese schwachen Gegner heute. Also wenn selbst unsere Heilerin die mit einem Schlag tötet, dann ist etwas richtig schief. So, hier müsste jetzt der Boss kommen, oder? Aha. Okay. Bitte befreit uns. Ah! Von diesem Elend! Schön. Schön, schön, schön. Einmal auf die Nuss hauen. Na komm. Ja. Irgendwie hat das Spiel vergessen, dass es Musik gibt. Sieh einer an. Ihr habt meine untoten Haustiere befreit. Meine Opfer. Dafür werdet ihr büßen. Wie kann man Untote opfern? Sie sind doch untot. Der Power Ranger. Lange nicht gesehen, Soja. Es ist Soja. Ah, schön. Holt das Sushi. Soja ist da. Hätte nicht gedacht, dass du dich hier erwagen würdest, Grünhaut. Wäre Cyrus damals nicht gewesen, hätte dich schließlich dasselbe Schicksal ereilt. Echt ein Power Ranger. Oder ist das ein Mund? Ist das ein Frosch? Komisch.
wie jene erbärmliche Kreaturen gerade. Hauptsache, da ist Max doch wieder da. Yep. Bam. Wie geht's dir, Marc? Hast du den Wochenstart erfolgreich hinter dich gebracht? Wie viel Schaden machen wir denn? 310. Eieiei. Ich würde sagen, eine Menge. Blitz, Stech, Stoß. Okay. Du machst einmal Hass auf Pono. Ja, soweit alles gut. Na dann. Ist das doch halb so wild. Und wie läuft das in Avorion? Avirion? Ich habe keine Ahnung wie. Heute endlich deinen Impftermin bekommen? Ja gut, jetzt ist ja die Priorisierung raus, ne? Mit was wirst du denn geimpft? Mit 5G oder was anderes? BioNTech. Also 5G. Also nicht wundern, wenn du plötzlich den inneren Drang hast, Microsoft-Produkte zu kaufen. Wir haben ihn besiegt? Das war einfach. Genau, Gates und so. Nicht schlecht, Kröte. Das musst du dir lassen. Du zwingst mich seit langem mal wieder mit voller Kraft zu kämpfen. Ach, es ist doch Freezer. It's not even my final form. Doch ohne Cyrus bist du mir niemals gewachsen mit deinem kleinen Pika da. Musst du gerade sie angreifen? So. Special Effects. Gut. Irgendwie ist der bis jetzt tatsächlich einfacher als der davor. So, Bomba, Aura, Wirbel, zack, und du greifst nochmal an. Also wirklich stark ist der jetzt wirklich nicht. Oh, Pogo ist tot. Na komm schon. Warum ist Pogo denn schon wieder tot? Einmal Chrono heilen. Zack. Kia! Zack, zack. Boah, das wird Schaden machen.
Nicht alle Heilmittel. Heiltrank. Auf den. Heiltrank auf ihn. Eis auf ihn. Wir müssen einen stärkeren Heiltrank nehmen. Null. Ja, wunderbar. Na genau, greif die an. Die hat noch am meisten Leben. Medium-Trank. Medium-Trank. Und du nimmst auch einen Medium-Trank. Einmal Aurawirbel und du greifst den an. Perfekt. Was für eine Angriffsgeschwindigkeit hat der bitte? Ohne Witz. What the heck? Was das an Schaden? Nett. Ach komm, lass das doch. Lass das doch. Ganz halt nur. Ja, klasse. Meine Güte. Komm schon. Gut. Na, ah, jetzt haben wir. 1500 G. Schlecht. Unmöglich. Doch für Latmagus gehe ich gerne in den Tod. Eine größere Ehre gibt es nicht. Stirbt er jetzt als Opfer? Ich sehe vor allen Dingen gerade, dass meine Kamera so ein bisschen links ist. Besser. Sojas Säbel. Warum heißt der Soja? Nett. Definitiv eine nette Kiste. Wir können mit dem Zelt uns mal komplett aufheilen. Weg. Speichern. Und jetzt wieder zurück. Boah. Ja. Okay. Special Effekt und so. Scharlachregensturz. Okay, 32 ist in Ordnung. Die FP und 400 G. Immer nur einen einzelnen angreifen. Das lohnt sich nicht. Dafür MP zu verschwenden.
der DP. Kein Level Up. Oh doch, Frosch ist eine Stufe aufgestiegen. Nice. Ja. Oh. Ich sehe schon kommen, was das am Ende bedeuten mag. Wieso kann ich die nicht alle gleichzeitig angreifen? Erstmal die Freunde fertig machen, die heilen nämlich alle. Zack. Jetzt aber. Kann man schon wieder heilen, ne? Ach ja, Blitz heilt die. Gut, gut zu wissen. Irgendwie ist meine Kamera so tief. Oh Mann. Was ist die denn so tief? Ich verstehe OBS nicht, der verstellt sich manchmal automatisch. Durch irgendwelche Updates oder so ein Käse. ...1200G, Medium Ether, Chrono eine Stufe. Nice. Blitzka. Das nehmen wir gerne mit. Kann ich erst in die Kiste? Nebelrobe. Tempo. Die macht gar nichts. Hä? Tarnweste. Die Tarnweste. Abwehr 54. Oh, nehmen wir noch. Wie das Ding einfach mal nochmal ein Drittel stärker ist. Nett. Das ist Atze. Ohne Perücke. Ihr habt es also bis hierher geschafft. Soja. Mayo. Die Soja-Mayo. Ich fürchte, die werden dir nicht mehr weiterhelfen können, Atze. Du fliegenfressender, quakender. Was? Oh, oh. Oh? Soll das jetzt ein Oh-Oh sein oder? Gar nicht gut. Ich vermute mal, dass Magus ihn gerufen hat. Was zur Hölle? Jetzt auch noch ein Geschicklichkeitsspiel oder was? Der will kommen. Wie sieht der denn aus? Dunkelpanzer. Nett. Okay, Abwehr 45, Magieabwehr 5. Okay, warum das da unten?
Einen wunderschönen guten Tag, Mr. Axo im... Der hat Abwehr 52, aber dafür hat der Magieabwehr. Das nehmen wir mal ab. Ich hoffe, du hattest einen schönen Montag. Insofern der Montag schön sein kann. Nicht schlecht, aber was hatte ich hier vor? Tja, hat geklappt, ne? Das Keuschschnaufröchel. Was ist unmöglich? Da rennt er wieder weg. Todesklaue. Klaue. Ist wahrscheinlich für Ray, ja. Ja, war okay der Montag. Hat's nicht so viel zu tun, oder? Okay, es scheint einfach nur eine Sackgasse zu sein. Ernsthaft? So ein Spiel ist das jetzt? Oh Mann. Run! Run! Da ist er ja schon wieder. Wegverlängerungsspiralen. Wartet da oben jetzt ein Gorilla auf dich? Wahrscheinlich. Oder King Kong. Ne, nicht King Kong. Entweder ein Gorilla oder Godzilla. Ja, eins von beiden. Perfekt. Da. Marle ist eine Stufe aufgestiegen. Nice. Lapis. Medium Ether. Ist Lapis jetzt... Was ist Lapis? Schätze. Nö. Nix. Es ist nirgendwo eingesortiert. Warum gibt hier Magiekapsel? Feld. Barrierensphäre. Wow. Was ein Boss, was ein Gegner. So, recht. Doch. Und es ist nicht immer der gleiche. Boah. Bäumchen. Mist, ich wollte nach links gehen. Kacke. Okay, das ist tatsächlich mal wirklich ein Speicherpunkt. Ah.
Oh Mann. Da ist der Frosch schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Ja. Ja, Wegverlängerungsspiralen. Ach, Martin, falls du mich hörst, ich muss eins zugeben, ne? Ich bin tatsächlich schon gespannt auf Final Fantasy VII. Muss ich zugeben. Aller guten Dinge sind drei. Oh, ja. Ah. Come on. Nein. Ich mag nicht mehr. Du freust dich auch schon? Ja, du freust dich noch. Bis du selber vom Bildschirm siehst und sagst so, da musst du lang. Das sieht man doch. Geht doch da lang. Nennt sich Grinding. Nee, das ist eine Wegverlängerungsspirale. Das ist nicht Grinding. Grinding ist King of Seas. Ja, werde Level 35. Dann kannst du die nächste Mission machen. Ich wusste es. Mach den Boss nur einfacher. Ja, das ist schon. Aber, naja. Ja, gut. Ich habe heute ein bisschen an einer Thumbnail für die Retro-Gameplays, die ich dann auf YouTube hochlade, gebastelt. Du willst mich doch verkackeiern. Wie viele Löcher gibt es in diesem Weg? Jetzt aber. Ich wollte gerade sagen. Was? Unmöglich. Wie der auch einfach nicht mehr geht, ne? Die fette Sau. Déjà-vu. Ah! Ja. Hol dir den fetten Piccolo. That's the plan. Abwehr steigt. Anfällig für... Dann hier, ist ein Blitz. Take it. Null. Ach so. Ich verstehe. Und jetzt müssen wir noch den da oben besiegen. Boah. Bam. So muss das sein. Das hat geklappt. Kacke. Geh weg. So. Und rauf. Wir machen mal Blitzgar, einfach nur um es zu sehen. Und dann macht es unglaubliche, atemberaubende Null Schaden. Der trifft uns auch auf der anderen Seite der Karte. Das ist eine geile Bombe. Oh Mann.
Was kommt jetzt? Gegner mit Aufzügen. Zoom, zoom, baby. 1200. What? Holy moly. Das Schaden. Marale ist eine Stufe aufgestiegen. Nice. Okay, Konter-Kombo. Wallah, Habibi, siehst ja, gut, ja, ich spreche die Sprache nicht, die du da sprichst. Walla walla. Und moin Gurke. Herzlich willkommen bei Pitzelparadies. Bei Pitzelparadies, das ist das Beste für ein Mikrofon. Ich weiß, dass das hieß, Servus heißt, weiß ich leider. Das weiß ich schon. Habibi kenne ich auch. Das ist ein gutes Restaurant im Kölner Raum. Und Walla kenne ich, was es bedeutet, weiß ich nicht. Das heißt nicht Sis. Ja, keine Ahnung. Wie wird es denn ausgesprochen? Was? Sias? Entschuldigung. Ich lispel halt nicht genug dafür. Ich könnte ja irgendwann mal Evi... Nee, ich kenne nur Evi einfach. Tut mir leid. Sie sprechen fremde Sprachen für mich. Nutze eine deutsche Aussprache, keine englische. Ja, ja. Sias. Habe ich doch gesagt. Habe ich Sias gesagt? Sias mit Sias, nicht immer. Du sagst immer Sias. Das mache ich vielleicht extra, um dich zu ärgern. Ja. Weißt Bescheid. Ach, diese gelben Viecher sind nervig. Du versagst einfach immer. Ja. Willkommen auf meinem Twitch-Kanal. Was glaubst du, was passiert, wenn wir das erste Mal etwas wie Dark Souls spielen? Da wirst du nicht glücklich mit. Für Fremdsprache, wer braucht denn sowas? Verstehen tue ich dich, aber was ich darauf sagen soll, weiß ich jetzt nicht mehr. Okay. Kann man das? Geht das? Klappt das? Zoom, zoom, zoom. So, und jetzt kann man die alle normal angreifen und die mal kriegen einmal Schaden, ne? Ja. Es muss immer eine Mischung magisch. Das heißt, du machst einmal Eis, damit er dann angreifen kann. Viel Spaß beim Essen, Max. Oh, das sind ein paar nervige Gegner. Geht's euch? Also mir geht's wunderbar.
Ich kann nicht klagen. Und ich habe gerade eben schon zu Martin gesagt, ich freue mich auf den Final Fantasy VII Run. Muss ich tatsächlich sagen. Bin gespannt, wann wir da ankommen. Das erfreut dein Gurkenherz. Das ist schön. Ich kenne zwar Pickle Rick und nicht Pickle Hart, aber okay. Final Fantasy VII kann man durchaus nach Dead Cells zocken. Aktueller Plan ist, das am Montag zu spielen, weil es ja ein Retro-Game ist, ne? Aber ich glaube, dem Umfang nach wäre es vielleicht sogar besser, das nicht nur montags zu spielen. Mist, kein Nachschub mehr. Tschüss. Tempogürtel. Was haben wir denn gerade an Ausrüstung? Stärke plus 2. Zock's montags an und schau, wie es dir überhaupt gefällt. Aber mich würde es wundern, wenn es mir nicht gefällt, tatsächlich. Das würde mich schwer wundern. Machen ein paar Wochen jeden Tag und dann langsam in den Montag schieben, wenn die nach Abwechslung ist. Ja, könnte man machen. Oh, was kommt jetzt? Ich muss auch mal gucken, ob jetzt in nächster Zeit auch was anderes rauskommt, was noch auf der Agenda stehen könnte. Was man ja machen könnte, ist, dass man eine Woche Final Fantasy VII macht. Komplett. Oh. Are you kidding me? Jetzt führt man quasi in dem Moment, bis man zum Boss kommt, so viele Kämpfe wie im Rest des ganzen Spiels. Wunderbar. So, du greifst erstmal den an. Du greifst auch den an. Und du machst Eis auf den da oben. Vom Damage her bist du aber eh schon weit. Kann ich nicht einschätzen. Müsste jetzt mal, ich weiß nicht, wenn du Chrono Trigger selber gespielt hast, weißt du das deutlich besser als ich. The Universum. Kannst du vielleicht mal antun. Universum. Klingt nach Universum und Simulation. Oh. Da will man ja ein Stück vom Otter abbeißen. Ja, mehr oder weniger in den City Planet Builder. Okay, nett. So, die Dame macht Eis auf den da oben, damit wir ihn angreifen können, während er den angreift. Nee, aber solche Games sind normal keine High-DPS-Games. Das sind 350 Damage schon sehr viel. Formel 1 2021. Ja, vor allen Dingen ich. Ich als der Super-Rennfahrer. Nicht. Im Endgame, also farmen, 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 steigt auch nicht weiter wie 10.000. Ja, aber auch 10.000 ist schon eine ganze Menge, ne? Taka. So. Ja, aber das geht fix, okay. Du wirst eh sehen, was ich meine, okay. Also bis August ist wieder Flaute. Ja, das habe ich auch gesehen, so ein bisschen. Ich habe mal grob geschaut. Wirklich viel kommt nicht, ne?
Ah, come on. Come on, come on. Ich habe keine MP mehr mit dem. Mega-Ether, Medium-Ether. Wirst du je durch die Türe kommen? Das ist eine gute Frage, ob wir das hinbekommen. Wing! So, der greift den an und die greift eigentlich irgendwen an, ist fast egal. Rundenbasiertes Base Defense Roguelike. Okay. The Last Spell. Ist das schon draußen? Gut, da draußen jagt wieder einer sein Auto in die Luft. Ja, im Early Access. Okay. Weil The Last Spell, irgendwo klingelt der Name bei mir im Hinterkopf. Na? Maler hat Eisgar gelernt. Okay, hier gibt es keinen Speicherpunkt, bei dem ich das Zelt verwenden könnte. Natürlich nicht. Wie viele gerade? Nebelrobe. Noch eine. Zauberschal. Ich würde gucken, was sagt denn die Dame hier? Ach, die hat den Zauberschal schon. Und die Nebelrobe. Du kriegst die Nebelrobe. Und Zauberschal hat die auch schon an. Ja. Ja, das bleibt so. Was kann man hier? Kann man hier drehen dran? Hallo, Froschi. Das war's, Atze. Kazam. Zack. Slash. Da ist er glücklich. Euer Pech, dass Lord Margus die Zeremonie mittlerweile längst abgeschlossen haben sollte. Welche wollt ihr wissen? Ich sage nur Lavos. Ach so, welche wollt ihr wissen? How a Masterchef makes every style of French fries. Genau das Richtige für mich. Ihr werdet mich niemals besiegen. Niemals. Meine Barriere hält alles ab. Ich bin unverwundbar. Ja, das müssen wir mal testen. Was? Also seine Barriere ist sich selbst einfrieren? Aber natürlich, nebenher selber angreifen, das geht immer. Die Frage ist, können wir links oder rechts angreifen, die Rollen? Nee, ich weiß. Ich wollte mal gucken, was es an Schaden macht. Ich kann wahrscheinlich die Rollen angreifen. Ach, daneben. Jeder nimmt mal ein Medium-Trank. Ja, was passiert? Ja, haben wir noch eins freigeschaltet. Hehehe. Huch. Das ist auch so eine Sache. Warum sollte der vor dem Thron unmittelbar ein Loch sein? Warum sollte man das einbauen?
glaube, der ist kaputt. Ach, für der ganze Stress? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Los zu Margus. Würde ich machen. Na dann. Perfekt. Heimere speichern. It's Batman. Dazuma Lafa Rolaria. Oder Laira. Stell dir vor, spar den Weg zum Klo. Ach, reinpissen. Stell dir vor, jemand küsst deine Füße nicht richtig. Stimmt eigentlich, ne? Geiler Effekt. Durchbricht das Tor zwischen Himmel und Erde. Labe dich am Lebenssaft dieses Planeten. Videosequenz. Das ist hier ein bisschen wie eine Kirche. Vater unser im Himmel. Zack, zack, zack. Boah, da ist der Kreis. King Frost der Erste. Die Oldschool-Animes sahen schon mega aus. Ja, was war tatsächlich, man sieht einfach, dass das Dragon Ball-Style ist. Das ist mega. Zah, Kopf ab von hinten. Nicht? Schade. Margus. Nee, Margus. Der geschrien, ne? Ein Frosch bist du ziemlich anhänglich. Wie ist es dir seit unserem letzten Treffen ergangen, mein grüner Freund? Oh, ich kann nicht klagen. Und fast bin ich dir sogar dankbar, denn erst diese Gestalt hat es mir erlaubt, gewisse Dinge zu erreichen. Swing! Wir mussten nun in die Vergangenheit und die Zukunft reisen, um das Schwert zu bekommen. Sieh an, du bist also in den Besitz von Grandalion gelangt. Dann wollen wir mal hoffen, dass uns diesmal niemand in die Quere kommt. Ich würde mir diesen Kampf nur ungern entgehen lassen. Und es ist dein Kumpel von früher. Nicht? Rate mal, wer das alles gezeichnet hat. Ich weiß, dass das die von Dragon Ball waren. Aber sei dir bewusst, dass es dein letzter Fehler sein wird. Du stehst auf den Flammen, Chef. Und wir auch. Barrierewechsel absolut alles außer Wasser. Aha. Ach so, der macht einfach mal so Blitzgar. Ich verstehe. Alles außer Feuer. Höllengasiersturz. Ob das der Endboss ist, ist eine gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall eins. Er macht mich fertig. So richtig. Absorbiert alles außer Feuer. Wir haben aber keinen Feuermenschen dabei. Nö, ist er nicht. Der Endboss sieht anders aus. Okay. Wahrscheinlich das Vieh dahinter, ne? Grandalion schwächt die Magieabwehr von Margus. Mal gucken, wie viel Schaden das jetzt macht. Aber was wir können, was der kann, können wir auch. Ja, das hat ihn geheilt. Sehr gut.
Wieso hast du eigentlich nie einen? Einen was? Was ist... Okay, ich glaube, jetzt ist Chrono tot. Doch nicht. Passt. Nicht Zungenschuss. Leck Chrono. Gib ihm Zungenkuss. Nein. Mist. Der Skill hasst. Ja, den habe ich. Hier, da, sie hat den. Setz ihn. Was setzt ihn öfter angreifen, ist doch gut. Das ist grundlegend richtig. Ich würde ihn ja auch gerne mit Zaubern angreifen, aber das will der ja nicht. Kann der mal irgendwas machen, dass ich Blitz nutzen kann? Oh je. Alles außer Wasser. Jetzt sind zwei tot. Sie ist jetzt wahrscheinlich wieder tot. Oh, doch nicht. Sich selbst einmal anlecken. Und sich selbst hochheilen. Okay, das hat ihn wieder geheilt. Absorbiert alles außer... Moment. Ist das jetzt Blitz gewesen? Jetzt hat er wieder Feuer. Oh, ist das ein Rotz. Man verbringt einfach die ganze Zeit mit Heilen. So, jetzt mal wieder angreifen, bitte. Alles außer Wasser. Das heißt, die rechts kann jetzt Eis machen, ne? So, du machst jetzt... Nee. Du machst den Eishieb. Und du leckst einfach mal dich selbst. Alles außer Dunkelheit. Das ist wieder so, der macht dann ganz viele Angriffe in rapider Zeitfolge. Und dann wieder gar nichts. So, ein bisschen Hass. Dann haben wir es ein bisschen hastig. Jetzt können wir wieder Eis machen. Problem. Ja. So, die hat Eisgar. Wir machen jetzt mal Eisgar auf den. Der greift dann so an. Und du leckst mal Marle.
81. Boah. Okay, jetzt könnten wir Strom machen, also Blitz. Warum macht denn der Frosch nix? Ah, jetzt tötet er uns hier, weil der Frosch seit gefühlt 4 Runden nichts macht. Ich hätte, glaube ich, erst mal wiederbeleben sollen. Wow. Dann beleben wir erstmal sie, weil die kann sich selbst heilen. Come on. Und du machst, du machst Fertigkeit Vita auf dich selbst. Aurawirbel, einmal alle heilen. Und dann leckt der Frosch nochmal Chrono. Jut. Du greifst den einmal an. Der Frosch leckt sich selber. Und dann macht die Vita auf Chrono. Gut, jetzt hat er wieder Strom. Das heißt, wir können ihn mal mit Blitz angreifen. Wahrscheinlich greift der aber jetzt mit irgendwas Neuem an, bevor wir das machen können. So. Die macht Vita auf den Frosch. Der macht nochmal Blitz und der Frosch macht, keine Ahnung, einfach nochmal Angriff. Magnus verlässt Abwehr, um Zauber vorzubereiten. Okay, dann machen wir mal einen Wuchthieb. Da. Yes, Double Hit. Bam. Bam-a-lam. So, du nimmst einmal Medium Ether. Es ist ein Polygon. Angriff des Polygon. So, die macht einmal Vita auf sich selbst. Der nimmt einen Medium-Trank und der Frosch leckt sich einfach selber. Klingt komisch, ist aber so. So, genau. Jetzt macht der mal Blitzgar. Das macht erstaunlich wenig Schaden. Vita, wer von euch kann, der Frosch kann Vita gebrauchen. Gut. Und die nimmt auch mal einen Medium-Ether. Wir brauchen unsere Heilerin. Stärkster Zauberer des Hexers. Antimaterie. Das ist Antimaterie. Okay, so. Der leckt sich nochmal selber. Ono nimmt nochmal einen Medium-Trank und die macht Vita auf sich selber. Sehr gut. Yes, Doppelhit. Gut, der Frosch macht das. Die macht das. Und er macht
Das. Blitzgar. Guck mal, wie viel Schaden das jetzt macht. Blitzeffekte. Augenkrebs. So, Wuchtdieb. Du kannst nochmal Leben hochlecken. Und du machst einmal Eis. Mal gucken, ob der jetzt stärker wird. 250 war es eben. Ne. Immer ungefähr gleich stark. Das bedeutet, der Frosch leckt sich nochmal. Sie heilt sich selber und Bruno trefft an. Eishieb. Sechs, fünf, sechs. Nice, besiegt. Yes, please. 3000. Was soll ich mit dem ganzen Geld machen? Krono ist eine Stufe aufgestiegen. Frosch ist aufgestiegen. Mal ist aufgestiegen. Perfekt.